Willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mit euch heute ein Brot backen, und zwar ein Maisbrot. Habe ich mir einfach überlegt, weil Christian hat sich irgendwie in den Mehlsorten vergriffen und ich hatte jetzt Maismehl. Da habe ich gesagt, komm, ich suche mal so ein Maisbrot raus. Habe ich jetzt auch gefunden. Ich sage euch schon mal vorab die Grammangaben hier. Und zwar 450 Gramm Milch, 100 Gramm brauner Zucker, 2 Eier, 100 Gramm Butter, 1,5 Teelöffel Salz, 250 Weizenmehl, 250 Maismehl und eine Packung Backpulver. Und wir brauchen dazu noch eine Kastenkuchenform. Habe ich hier mein, wie heißt er? Zauber, irgendwas mit Zauber war es doch, ne? Diese Namen immer, die machen mich vollkommen verrückt. Gucken wir nach. Das ist meine Form. Zauberkasten heißt er doch, oder nicht? Es ist der Zauberkasten. Könnt ihr dann alles sehen. Backofen jedenfalls auf 200 Grad vorheizen. Und ich habe jetzt meinen Zauberkasten, den habe ich schon schön mit Backtrennmitteln eingefettet. Und dann gehen wir auch schon in die Vorbereitung oder in die Herstellung. Wir brauchen 450 Gramm Mehl und wir brauchen 100 Gramm braunen Zucker. Geben wir dazu. 2 Eier habe ich hier schon separiert. Ja. Und wir brauchen die 100 Gramm Butter und die soll weich sein. In Stücken, das kann man sehen, wie man will. Und wir brauchen die 1,5 Teelöffel Salz. Ich finde ja schon mal ganz cool, dass da fast schon alles reinkommt. Deckelchen drauf. Und das wird jetzt 20 Sekunden auf 4 vermischt. So, und jetzt kommt erst das Mehl hinzu, jetzt wo das alles vermengt ist. Und zwar, wie gesagt, 250, ihr seht, oben ist das Maismehl und unten das ganz normale. Ich habe 55 genommen, gebe ich jetzt hier hinzu. Achso, Moment, Backpulver kommt ja auch noch, ne? Und zwar eine Packung. Packung kommt! Und 40 Sekunden 4. Und jetzt soll man diesen Teig in die vorbereitete Kastenform füllen. Jetzt gucken wir uns den erstmal an. Sieht absolut unspektakulär aus. Ich habe oben auch noch ein bisschen Mehl hängen. So sieht's aus. Ich werde das Mehl jetzt nochmal ein bisschen runterschieben hier. Gebe ich einfach nochmal mit meinem Spatel von Hand ein bisschen drunter. Ist auch nicht viel. Sehr interessante Konsistenz. Okay, dann fülle ich das gleich ein. Gucken wir mal weiter, was hier noch steht. 50 Minuten wird das Ganze gebacken bei 200 Grad. Also ich fülle um, mache ein Foto und wir sehen uns dann bei euch in ein paar Sekunden. Ich gucke mir das erstmal in einer Stunde an. So, das Brot ist fertig gebacken. Ich blende euch jetzt erstmal die Fotos ein, wie es aussah, als ich es noch nicht geschnitten habe. Und jetzt werde ich einfach mal den Anschnitt wagen. Hört mal. Nicht schlecht. Und das ist ein... So sieht's aus. Das ist ein ganz weiches Brot. Ich mache mal gleich noch ein Scheibchen hier. Oh, das duftet aber astrein. Mache ich hier mal ein Stückchen ab zum Probieren. Eignet sich hervorragend zu Chili con Carne. Blende ich euch hier nochmal ein, mein Chili-Rezept. Ist wirklich schnell gemacht, leicht, gigantisch. Dieses Maisbrot
Es lässt sich wirklich von der Konsistenz mit einem Rührkuchen vergleichen. Hat ein bisschen mehr Bindung. Leicht süßlich durch diesen braunen Zucker. Und hat einen sehr feinen Geschmack. Der Geschmack kommt so irgendwie hinterm Gaumen. Ich kann es gar nicht erklären. Kruste von Welt. Super. Also, das gibt es jetzt dann zum Chili. Kann man auch für andere Speisen noch benutzen. Ich schreibe euch mal ein paar Tipps auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch ein bisschen inspiriert. Und wir sehen uns bald wieder. Also, thank you.